Meine Damen und Herren, wie Frau Gause gerade gesagt hat, ist die Richard-Merton-Ehrennadel in der Tat die höchste Auszeichnung, die der Stifterverband zu vergeben hat. Sie ist nach Richard Merton benannt, der von 1881 bis 1960 gelebt hat und gewirkt hat. Merton war ein bedeutender Industrieller, Politiker und Stifter. Sein Leben wurde von den großen Umwälzungen der deutschen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt. Er gehörte zu den Gründern des ersten Stifterverbandes von 1920, engagierte sich für die Frankfurter Universität und war in der Frankfurter Kommunalpolitik aktiv. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft drängten ihn die Nationalsozialisten 1936 aus allen öffentlichen Ämtern. 1939 konnte Merton nur mit knapper Not nach England entkommen. Zwei Jahre, und das ist beeindruckend, nur zwei Jahre nach Kriegsende kehrte Richard Merton nach Deutschland zurück und widmete sich dem Wiederaufbau der Metallgesellschaft und der Neugründung des Stifterverbandes. Von 1949 bis 1953 war er dessen erster Vorsitzender. In Erinnerung an ihn verleihen wir die Richard-Merton-Ehrennadel an Persönlichkeiten, die durch ihr außergewöhnliches Engagement zur Verwirklichung der Ziele und Aufgaben des Stifterverbandes beigetragen haben. Sehr herzlich begrüße ich nochmals hier heute alle anwesenden Ehrennadelträger. Sie verdienen unseren Dank und unsere Anerkennung. Nun zu Ihnen, lieber Herr Edzard Reuter. Wir würdigen heute Ihre Leistungen als Mitgestalter einer lebendigen Zivilgesellschaft. Nach dem Ausscheiden bei Daimler-Benz, wo Sie von 1987 bis 1995 den Vorstandsvorsitz innehatten, haben Sie gemeinsam mit Ihrer Frau Helga die Helga und Edzard Reuter Stiftung gegründet. Die Stiftung hat sich der Förderung der Völkerverständigung und der Integration verschrieben. Diese Fokussierung resultiert auch aus Ihrer persönlichen Lebensgeschichte. Als Sie 1934 in Magdeburg eingeschult wurden, hatte Ihr Vater Ernst Reuter aufgrund angeblicher staatsfeindlicher Aktivitäten das Amt des Oberbürgermeisters verloren, war verhaftet und in ein Konzentrationslager verschleppt worden. 1935 gelang ihm die rettende Flucht aus Deutschland, die Familie emigrierte in die Türkei. Nach Jahren des Exils kehrte die Familie Reuter 1946 zurück und ihr Vater wurde 1948 zum ersten regierenden Bürgermeister von West-Berlin gewählt. Sie wissen aus eigener Erfahrung die Bedeutung des Erfindens in neue Lebenswelten, der Toleranz und des friedlichen Zusammenlebens. Am heutigen Tag können Sie auf fast 20 Jahre erfolgreichen Stiftungshandeln zurückblicken, in denen Sie mit Ihrer Stiftung für ein offenes, modernes Deutschland gewirkt haben, in dem Zusammenhalt großgeschrieben wird und kein Platz für Extremismus ist. Gemeinsam mit Ihrer Frau Helga, die Sie leider heute nicht begleiten konnte und die ich sehr herzlich grüße, haben Sie sich intensiv Gedanken um die Ausrichtung Ihrer Stiftung gemacht und sich bewusst für das Förderinstrument der Preisvergabe entschieden. Ihre Stiftung unterstützt Vorhaben, die Signale für das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlicher ethnischer, religiöser und kultureller Herkunft setzen. Sie vergibt in der Regel jährlich zwei Preise an Persönlichkeiten oder Institutionen im Raum Berlin und Brandenburg, die sich dem Thema Integration besonders verdient gemacht haben und damit einen Anreiz in die Gesellschaft geben. Ich habe eben gesagt, die Stiftung unterstützt Vorhaben. Lassen Sie mich bitte korrigieren. Die Stiftung unterstützt Vorbilder, was häufiger viel wichtiger ist. In der Regel wird jeweils ein praktisch und ein wissenschaftliches orientiertes Projekt, manchmal auch ein literarisch oder journalistisch orientiertes Projekt, honoriert. Der mit jeweils 15.000 Euro dotierte Preis wird in einer feierlichen Veranstaltung in Berlin verliehen, die durch prominente Festredner eine beachtliche mediale Aufmerksamkeit für die Arbeit der Preisträger und das Thema Integration erzeugt. Neben der Arbeit in Ihrer Stiftung setzen Sie, lieber Herr Reuter, sich als Mitglied des Stiftungsrates im Deutschen Stiftungszentrum, einer Tochtergesellschaft des Stifterverbandes, zudem aktiv für die Förderung des Stiftungsgedankens ein. Auch dieses Engagement würdigen wir heute. Lassen Sie mich nur einige Preisträger der Helga und Edzard Reuter Stiftung vorstellen. Die Stadtteilmütter aus Berlin-Mitte und Neukölln-Oberspree, Träger des Jahrespreises der Stiftung 2012 zum Beispiel.
Sie geben ihr Wissen zur Entwicklung und Erziehung von Kindern an andere Familien weiter. Das Projekt ist so erfolgreich, dass inzwischen auch Stadtteilväter ausgebildet werden. Das Projekt Neuköllner Talente der Bürgerstiftung Neukölln wiederum, das in diesem Jahr prämiert wurde, vermittelt ehrenamtliche Talentpaten im Stadtteil Neukölln, welche die Talente von Grundschülern fördern und ihnen neue Erlebniswelten erschließen, zum Beispiel durch den gemeinsamen Besuch von Museen, Sport und anderen Freizeitveranstaltungen. Ein weiterer Preisträger der Stiftung ist Werner Schiffauer, Professor für Kultur- und Sozialanthropologie an der Europa-Universität Viadrina. Er wurde dafür ausgezeichnet, dass er in der Diskussion über die Rolle des Islams für das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft stets gefordert hat, Populismus durch Sachlichkeit zu ersetzen. Sie haben einmal gesagt, lieber Herr Reuter, dass die Sichtung potenzieller Preisträger, ich zitiere Sie, jedes Mal aufs Neue das Schönste ist. Was kann man noch tun? Wer verdient eine Auszeichnung? Es macht unheimlichen Spaß, wenn man merkt, man hat, und sei es nur einen kleinen Millimeter, etwas in Bewegung gesetzt. Das ist das Schönste, was aus unserer Stiftertätigkeit entstehen kann. Lieber Herr Reuter, uns ist es nicht anders gegangen, als wir uns zusammengesetzt und entschieden haben, die Richard-Merton-Ehrennadel 2014 an Sie zu verleihen. Wie die Geförderten Ihrer Stiftung Vorbilder sind, sind Sie selbst ein Vorbild für uns alle. Sie haben es verdient, heute geehrt zu werden. Bitte begrüßen Sie mit mir nun den Träger der Richard-Merton-Ehrennadel 2014, Herrn Edzard Reuter. Wir werden uns jetzt Mühe geben, das möglichst unfallfrei zu schaffen. Lieber Herr Reuter, ich würde das doch gerne vorlesen. Richard Merton Ehrennadel, eine Urkunde des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Der Vorstand des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft verleiht die Richard Merton Ehrennadel 2014 an Edzard Reuter. Der Stifterverband ehrt ihn damit als eine Persönlichkeit, die durch ihr außergewöhnliches Engagement zur Verwirklichung der Ziele und Aufgaben des Stifterverbandes beigetragen hat. Hamburg, den 12. Juni. Lieber Herr Barner, meine Damen und Herren, Ehrungen dieser Art haben ja regelmäßig etwas Zwiespältiges. Für den Bedachten zumindest sind sie zugleich wunderbar, aber auch ein wenig beschämend. Und mir geht es heute nicht anders. Der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ist ja nun wahrhaft alles andere als ein lokaler Kegelverein. Damit ist natürlich keine Herabsetzung von Kegelvereinen oder vergleichbaren Organisationen gemeint, denn deren Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist natürlich alles andere als unwichtig. Nein, aber im Sinne des Wortes handelt es sich bei unserem Stifterverband, ich sage bewusst bei unserem Stifterverband, um eine großartige Institution von einzigartigem Rang. Denn auf der Grundlage von selbstlosem zivilen Engagement trägt er seit nun bald einem Jahrhundert immer wieder entscheidend zum gesunden Gedeihen der Wissenschaft, der Bildung und damit unseres Gemeinwesens bei.
Und da werden Sie verstehen, es muss einem ganz einfach die Schamröte ins Gesicht treiben, dafür geehrt zu werden, dass man einen kaum mehr als schmalen, jedenfalls aber einen vergänglichen Beitrag zu dieser stolzen Erfolgsgeschichte leisten durfte. Denn in der Tat, meine Damen und Herren, es handelt sich um nicht mehr als um einen winzigen Baustein für das ebenso große wie eindrucksvolle Gebäude, das von so vielen anderen durch ihren Einsatz und ihr Verantwortungsbewusstsein in die Höhe gezogen worden ist. Dazu gehören die Geldgeber, die Mäzene wie die Stifter gewiss, aber ich denke, an erster Stelle muss die Rede sein von den Persönlichkeiten, ohne deren selbstlosen Einsatz die Geschichte des Stifterverbandes undenkbar wäre. Und das macht vielleicht, wenn wir uns das vor Augen halten, auch deutlich, warum die Beschämung über die mir heute zugedachte Ehrung weit über das übliche Maß hinausgeht. Schon Immanuel Kant wird ja bekanntlich die Weisheit zugeschrieben, wonach kein Mensch so wichtig sei, wie er sich nimmt. Hier aber, und Herr Barner hat das schon erwähnt, hier aber geht es um den Namen eines so bedeutenden Mannes wie Richard Merton, der durch rassistischen und weltanschaulichen Irrsinn in die englische Emigration getrieben, doch ohne Bitterkeit in dieses unser Vaterland zurückgekehrt ist, der den Grundstein für die Wiedergeburt der Wissenschaftsförderung hier bei uns gelegt hat und dessen Namen in die Geschichtsbücher eingeschrieben ist. Es geht aber auch darum, meine Damen und Herren, dass ich unmittelbar auf einen Mann wie Arend Oetker folge, dessen großartiger Beitrag zum Gedeihen des Stifterverbandes ja nun wahrlich nicht im gleichen Atemzug mit dem zu nennen wäre, was mir selbst beschieden war. Es mag wohl sein, dass Ähnliches, jedenfalls nicht ganz ohne Einschränkung, für ausnahmslos alle bisherigen Trägerinnen und Träger der Ehrennadel gilt. Aber mir liegt daran, meinen Dank dafür zu sagen, dass ich überhaupt in der gleichen Reihe mit einem so verdienstvollen Mann wie unserem langjährigen Präsidenten stehen darf. Und natürlich gilt mein Dank allen Ihnen, die heute diese Ehrung so freundlich begleiten, vor allem aber dem ganzen Vorstand und in allererster Linie Ihnen, lieber Herr Barner, für Ihre so liebenswürdigen Worte. Ich weiß und ich bin sicher, dass die Geschicke des Stifterverbandes bei Ihnen in den besten nur denkbaren Händen ruhen. Und in diesem Sinne wünsche ich dieser großartigen Institution eine weiterhin segensreiche Zukunft. Auf mich können Sie unverändert zählen. Vielen Dank.